Heftige Regenfälle und die Schneeschmelze haben im Nordosten Kanadas für Überschwemmungen gesorgt. Zahlreiche Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden riefen für Teile des Landes den Notstand aus. Damit dürfen sie beispielsweise Evakuierungen anordnen und Land beschlagnahmen. Nahe Quebec wurden beim Belle Falls Staudamm 250 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. In Montreal stehen nach Angaben lokaler Medien über 3000 Häuser unter Wasser. In der nahegelegenen Hauptstadt Ottawa gilt der Notstand bereits seit Donnerstag. Dort wird erwartet, dass das Wasser 50 Zentimeter höher steigt als beim letzten Hochwasser 2017. 400 Soldaten sollen im Kampf gegen die Fluten helfen. Behörden in Quebec warnten vor einem Dammbruch an einem Wasserkraftwerk. Premierminister Trudeau besuchte den Ort Gatineau in der Region und sagte betroffenen Familien Unterstützung zu. Zudem warnte er: Wir müssen darüber nachdenken, dass es durch den Klimawandel immer mehr und immer öfter zu diesen extremen Wetterereignissen kommen wird. Scheiden macht mir das Herz schwer.